Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Okkukur mitgebracht. Die Okkukur, das ist eine Korpuswaffe, die eigentlich ein, ich glaube, abgeändertes Schwackprisma ist, also von den Sentients. Nichtsdestotrotz, die Waffe, ich muss jetzt aufpassen, wie ich sage. Ich persönlich, ich kann die Waffe nicht ausstehen. Aber, jetzt kommt das Aber, die Waffe ist unglaublich stark. Also ich hätte es nicht gedacht, aber die macht einen Damage. Das ist absolut unerwartet. Dazu, die Waffe hat noch einen, sekundären Feuermodus, hat aber noch einen Nebeneffekt. Wenn wir mit dieser Waffe einen Gegner töten, erstmal ist es eine Beamwaffe, dann für jeden getöteten Gegner wird ein neuer Beam hinzugefügt, der zielsuchend ist. Also stellt euch vor, am Anfang habt ihr eine Spectra und für jeden Kill kommt ein Phage Beam hinzu, der sich einen Gegner aussucht und den dann trifft. Diese Beams sind leider von sehr kurzer Lebensdauer, das heißt, bis das Magazin leer ist. Da wir in Anführungszeichen nur eine Magazingröße von 40 haben, sind die Dinger sehr schnell weg. Aber der Schadensoutput ist halt eben enorm. Man könnte jetzt wirklich eigentlich noch überlegen, noch mehr auf Magazingröße zu gehen. Aber guck mal, hier selbst eine Primed Slip Mag, ja doch. Mit Primed Streifenmagazin. Gerade mal 62 Schüsse. Kann man machen, aber wir verzichten dafür auf sehr viel Schaden. Oder halt eben hier, aber dann verzichten wir auf die Statuschance. Das sind alles Sachen, das können wir uns nicht leisten. Also sehr, sehr schade. Die Waffe super stark, habe ich bereits erwähnt. Und ja, ein Bild. Was habe ich drin? Prime Panzerbrecher, Hornissenstich, Prime cleverer Schachzug, tödlicher Schwall, Laufstreuung, Pathogenprojektile, Ruck, Pistolenpestilenz, 52,8% Statuschance, 45,9% Crit-Chance, 3,8-facher Multiplikator und das Ding haut rein. Ich sag's mal so, das wollte ich eben noch erwähnen. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Ich habe eben mal das Gegnerlevel runtergedreht, so schnell so viele Gegner getötet, wie ich konnte. Ich hatte 4 Strahlen, die zielsuchend waren und dazu noch meinen Hauptstrahl. Also, ja, nicht ohne. Gegnerlevel reduzieren wir gerade mal auf 155, damit man das ein bisschen besser im Vergleich sieht zu meinen letzten paar Waffenguides, weil jetzt auf Level 160 hochzudrehen wäre unfair für die neuen Waffen. Und los geht's. Also als erstes mal, das ist der normale Beam. Kennen wir ja von der Spectra. Die Reichweite weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht getestet. Wenn wir 20 Meter hätten, wäre es natürlich schon mal klasse. Oh. Okay, 21 Meter Reichweite. Ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das überrascht mich jetzt. Ah, wobei, die muss ja die Reichweite haben, wegen den anderen kleinen Strahlen, die da rauskommen. Weil ansonsten wären die ja super schlecht. Und hier seht ihr jetzt schon den nächsten Strahl. Das ist der, der so außen rum geht. Und jetzt achtet mal drauf. Hier, diese Bombarde, wie schnell die umgefallen ist. Das liegt auch teilweise an dem Strahlungsschaden, den wir machen. Also, gegen Schild jetzt noch nicht so gut, aber gleich, wenn es ans Leben geht, schon etwas besser. Also, das ist jetzt nur wegen dem Strahlungsschaden. Bei Korrosionsschaden, da würden wir fast gar nichts mehr machen. Haben wir jetzt hier wieder den einen Beam, den zusätzlichen, und die Munition ist leer. Ja. Ich habe vielleicht etwas zu viel Munition gerade verschwendet. Aber jetzt schaut mal, wie schnell wir uns hier durch den Heavy Gunner durchgeschnetzelt haben. Wir machen das Ganze nochmal. Das war jetzt wirklich sehr, sehr schlecht von mir zu zeigen. Aber dafür hat man schön gesehen, welche Effekte wir haben, die Reichweite und alles. Weil wir müssen auch halt den zusätzlichen Beam optimal ausnutzen. Oder die zusätzlichen Beams. Wir machen jetzt hier mit dem weiter, sonst geht uns wieder die Munition aus. Also das ist auch ein ganz großes Problem bei der Waffe. Schaut mal, durch einen Level 155er Heavy Gunner so schnell durchzuschnetzeln. Das ist wirklich respektabel. Und die Munition ist leer. Jo. Also ich denke mal, man versteht, warum ich die Waffe nicht mag. Aber das ist natürlich absolute Geschmackssache.
Das Ganze kombinieren wir jetzt noch ein bisschen mit Arcanas, das heißt Arcana Geschwindigkeit für mehr Feuerrate und Arcana Präzision, glaube ich, für bei Kopfschuss mehr Schaden. Und damit werden wir uns jetzt durch diese Gegner durchschnetzeln, als wäre es nichts. Also ungefähr so. Hier haben wir gerade drei Beams gesehen, die drauf geschossen haben. Also sehr, sehr schönes Ergebnis. Da kann man sagen, was man will. Der Munitionsverbrauch steht halt jetzt... Naja, er steht in einer Relation zu dem, was wir haben. Aber dafür ist dann unsere Munition einfach zu niedrig. Also für mich persönlich, ich kann die Waffe nicht ausstehen. Sie ist super stark, ja, aber ich bin halt kein Fan davon. Gut, viel mehr gibt's dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.